Hallo, hier ist Xaver von Zierschildkröte.de. Heute mache ich das eigentlich nicht selber, das Video, sondern ich habe einen Vortrag mitgeschnitten, den Stefan Ettmer auf der ISV-Jahrestagung in St. Pölten gehalten hat. Die ISV ist ein Schildkrötenverein mit Sitz in Österreich. St. Pölten, für die, die es nicht kennen, das ist die 8. größte Stadt Österreichs. Da war die Jahrestagung. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, mal eine Jahrestagung oder überhaupt irgendeine Schildkrötenveranstaltung zu besuchen. Auf so Schildkrötentagungen, da trifft man immer viele nette Leute. Man trinkt ein Bierchen, man plaudert ein bisschen über Schildkröten. Und das ist eigentlich eine herrliche Sache, macht mir immer viel Spaß. Damit ihr mal wisst, wie das so abgeht, was da so für Vorträge gehalten werden, könnt ihr jetzt den Vortrag von Stefan sehen. Leider sieht ihr Stefan in dem Video nicht so gut. Er steht so ein bisschen im Dunkeln neben den hellen Folien. Deswegen habe ich euch mal hier Stefan beim Scheibenputzen eingeblendet, damit ihr mal wisst, wie der überhaupt aussieht. Aber dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Schönen guten Morgen alle miteinander. Ja, es gab einige Stimmen, die sich beschwert haben, dass ich das Buch, das ich vor kurzem über die Gattung Mesoclemis veröffentlicht habe, nicht auf Deutsch geschrieben habe. Meine Oma zum Beispiel hat sich recht beschwert. Die Mama war nicht begeistert. Der Schweighofer Michi, ja. Und Eva. Und für alle diejenigen, die sich interessieren dafür, worum es grundsätzlich geht, die sagen, okay, Mesoclemis, was ist das überhaupt? Gibt es jetzt einmal eine Präsentation, die Kurzzusammenfassung. Viel mehr Bilder und viel mehr Informationen gibt es dann eben in schriftlicher Form, wenn man möchte. Jedenfalls, warum überhaupt Mesoclemis? Wie kommt man dazu? Also das sind Schildkröten aus Südamerika, werden wir jetzt gleich noch sehen, die seit Jahrzehnten eigentlich so ein bisschen vernachlässigt sind von der Wissenschaft, weil sie in Gegenden wohnen, wo man nur schwer dazukommt. Die Hobbyisten sind meistens nicht besonders begeistert von ihnen, weil die teilweise recht groß werden, teilweise halt auch nicht so bunt sind und wie wir gestern auch schon gehört haben, CITES-Listungen bewirken ja oft eine gewisse Nachfrage. Das ist bei denen nicht der Fall, weil man einfach nicht weiß, ob und wie die bedroht sind. Und das war für mich immer ein Grund, um zu sagen, hey, da muss man sich ein bisschen länger damit beschäftigen, da muss doch jemand mal was machen. Und hat halt niemand gemacht, dann habe ich mir gedacht, ich mache es selber. Wovon reden wir jetzt? Derzeit sieht so aus, dass die Gattung Mesoclemis aus diesen 10 Arten besteht und ich behandle dann immer noch Rhinemis rufipes, die rote Krötenkopfschildkröte, mit, weil die denen sehr ähnlich ist, aber doch ein bisschen anders, aber eben auch sonst immer unter den Tisch fällt. Und ja, man muss das jetzt irgendwie sich nicht komplett durchlesen. Interessant ist nur meiner Meinung nach, also die Gattung ist überall Mesoclemis. Ich habe im Buch aber dann diese Subgattungen wieder ausgegraben, um zu verdeutlichen, dass die Tiere zwar derzeit noch alle gleich heißen, aber sicher die Zukunft Änderungen bringen wird, weil diese Subgattungen zum Ausdruck bringen, dass manche von denen halt zum Beispiel ein anderes Erscheinungsbild haben, ein bisschen eine andere Lebensweise haben als andere. Und eben dann gibt es so Spezialfälle auch noch. Ja, eine klassische Sammelgattung, wie man so schön sagt, wird eben die Zukunft noch sehr spannend sein und mir wurde auch schon angekündigt aus Brasilien, dass gerade daran gearbeitet wird, aber das ist jetzt so der derzeitige Wissensstand. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, Südamerika, das ist, wo diese Tiere herkommen ausschließlich, aber wo in Südamerika ist ganz interessant. Ich habe hier einerseits das Verbreitungsgebiet der verschiedenen Mesoclemis aus der Erstbeschreibung der letzten Mesoclemis, die beschrieben wurde, das war Mesoclemis perplexa in 2005. Und man sieht eben, es gibt ein paar, die so da im typischen Amazonasgebiet vorkommen. Da Ama, das ist in dieser Karte, wo die verschiedenen Großlebensräume Südamerikas aufgezeichnet sind, ein Riesenfleck. Das sind diese klassischen Tieflandregenwälder, was man aus den Dokus und so weiter kennt. Spannend ist aber auch dieser Fleck hier. Das ist Kaatinga, nennt sich das. Das ist eigentlich ein Habitat oder ein Biom, wo zwar Wald ist, aber trockener Wald. Da regnet es saisonal sehr viel, ist aber auch sehr trocken dort. Da gibt es zum Beispiel auch ganz schön viele Kakteen. Und da kommen auch Mesoclemis vor. Und dann geht es hier runter in Richtung Cerrado, Chaco.
und in den atlantischen Regenwald, wo es auch eigene Mesoklemis-Formen gibt. Also die Lebensweisen sind durchaus unterschiedlich der verschiedenen Arten. Ich habe das jetzt für diesen Vortrag mal so eingeteilt, es gibt so Waldbewohner, eben das sind diese typischen Amazonas, Regenwald, Tieflandarten. Dazu gehören alle Verwandten von Mesoclemis nasuta, das sind eben Tiere, die sind 30, 35 cm groß von der Panzerlänge her. Die haben richtig große Köpfe, also das ist richtig so faustgroß, die in so Regenwaldbächen vorkommen. Die kommen nicht in den großen Flüssen vor, wo eben die Schienenschildkröten normalerweise unterwegs sind, sondern eben meistens sind das irgendwelche beschatteten Bäche, Lagunen, temporäre Tümpel, die besiedeln halt das und haben sozusagen die ökologische Nische gefunden, dass sie sich auf harte Nahrung spezialisiert haben, wie im Fall von Rhinemis rufipes zum Beispiel Früchte von Palmen, die in so Sumpfgegenden oft vorkommen, oder bei Mesoclemis nasuta liegt sehr naheliegend, dass die irgendwelche Schnecken oder Garnelen knacken. Und dann gibt es noch die generalistische Art, Mesoclemis gibber, die hat auch eigentlich die größte Verbreitung über den amazonischen Regenwald. Die kommt in etwas mehr verschiedenen Habitaten vor, ist aber eben etwas kleiner auch und hat nicht so einen breiten Schädel, also die sind nicht ganz so spezialisiert. Ein Beispiel, was ein typisches Mesoclemis-Waldbewohnerhabitat ist, ist in Peru beschrieben worden. Cusco Amazonico ist ein Schutzgebiet und es gibt ein gleichnamiges Buch von einem Amphibienforscher, der eben dieses Schutzgebiet ökologisch beschreibt. Also da geht es wirklich auch um, sage ich jetzt einmal, Wetter und Klima. Es geht um die Artenzusammensetzung der Herpetofauna, aber auch eben der Pflanzen. Und das ist so eine Karte, das ist der Rio Madre de Dios und da ist eben ein Camp in diesem Schutzgebiet und dann sind Trails eingezeichnet, also im Prinzip ausgebaute Wanderwege und da sind so kleine Tümpelchen eingezeichnet, das sind diese Flecken, ja. Und da, wo ich hier das farblich markiert habe, da sind eben Mesoclemis gefunden worden. In dem Buch sind sie, glaube ich, als Mesoclemis gibber beschrieben, tatsächlich waren es Raniceps, aber das ist nur eine Seitennote. Interessant ist eben in diesem Tümpel, der halt Wasser nur dann bekommt, wenn es regnet oder wenn der Fluss der Bach, der da in der Nähe ist, über die Ufer tritt. Also da geht dieser Bach und da ist dieses Tümpelchen. Dann kriegt das neues Wasser und zwischendurch kann da der Wasserstand eben beträchtlich schwanken, vielleicht auch austrocknen. Das ist eben da dann Water in Rainy Season und Water in Dry Season markiert. Da ist der pH-Wert verhältnismäßig niedrig mit pH 6,2. Die Carbonathärte geben die Amerikaner nicht in deutschen Härtegraden an, überraschenderweise, sondern in Milligramm pro Liter. Aber 50 Milligramm pro Liter ist auch nicht gerade viel. Und die Temperatur ist 26 Grad. Das finde ich ist schon mal etwas bemerkenswerter, weil man weiß eben von den Podocnemis oder die Aquarianer wissen das, Diskus und so, die müssen warm gehalten werden. Die sind aber auch im großen Strom, wo einerseits die Sonne viel besser dazu kann und andererseits eben da im Wald durch den vielen Schatten, der da ist und eben dadurch, dass es nicht mit dem großen Fluss verbunden ist direkt immer, verhält sich halt die Temperatur ganz anders. Das ist ein Foto aus Kolumbien, ein klassisches Schwarzwasserhabitat. Das ist, wo man zum Beispiel Rhinemis rufipes finden würde. Schwarzwasser heißt es deswegen, weil die Farbe schwarz ist. Das kommt von Tanninen, das sind eben Stoffe, die durch die Zersetzung von Blättern oder organischem Material ins Wasser gelangen. Und man sieht hier 4,54 ist echt niedriger pH-Wert. Die Carbonathärte ist jetzt in deutschen Grad angegeben, das ist fast nicht nachweisbar. Und die Leitfähigkeit, also wie viele Ionen sind in diesem Gewässer, die Strom leiten könnten, ist auch fast null. Also das ist eigentlich fast destilliertes Wasser mit einem niedrigen pH-Wert und auch gar nicht so warm. Das muss man halt dann schon mal umsetzen, wenn man die Tiere langfristig erhalten möchte, außerhalb ihres Lebensraums. Und das an dieser sehr speziellen Problematik
da beißen sich die Leute schon seit längerem die Zähne dran aus, beziehungsweise ist es einfach so, dass außerhalb von Brasilien eigentlich kaum Rufipes vorhanden sind. Das ist ein Foto aus Französisch-Guyana. Da ist Mesoclemis nasuta zum Beispiel zu finden. Auch hier ein ähnliches Bild, niedrige Leitfähigkeit, mittelwarme Temperatur. Der pH-Wert ist unter 7, also im sauren Bereich. Und was man hier sieht, ist auch eine größere Wasserfläche. Es ist fließendes Wasser, aber eben nur sehr langsam fließend. Und wir haben eben ein ziemliches Schattendach über dem Gewässer. Es sind sehr viele dunkle Stellen und das ist, wo sich die Schildkröten halt sehr gerne verstecken. Und das ist auch der Grund, warum viele Wissenschaftler diese Tiere nicht auseinanderhalten können, weil die einfach nicht so oft gefunden werden, weil die Tiere halt ganz sicher da sind, wo sonst kein Mensch zufällig vorbeikommt. Also so der klassische Fall ist eher, wenn ein Überschwemmungsereignis war, das Wasser wieder zurückgeht und irgendwelche Regenwaldstraßen voller Lacken sind und in diesen Kleinstgewässern sitzen dann die gerade wandernden Krötenkopfschildkröten drinnen. Da ein anderes Beispiel, also wenn ich hier zufällig eine Schildkröte finde, ist das sehr schön für mich, aber der Normalfall ist, dass du wahrscheinlich suchst und jedes Mal 10 cm an der Schildkröte vorbeigreifst oder gar nicht hinsiehst, wo die wirklich sitzt, weil da ist es wirklich finster drinnen, da ist viel Totholz drinnen, da kannst du einfach nicht so gut nachsehen. Ja, das ist eben jetzt so eine Unterwasseraufnahme von einer Mesoclemis nasuta, die ich in Französisch-Guyana gefunden habe und besendet habe. Das ist so ein kurzfristig angebrachter Peilsender, wo man eben dann gesehen hat, die sind wirklich in den Bächen, also eigentlich in den unterspülten Ufern verstecken sich die oder in irgendwelchen unzugänglichen Teilen des Gewässers. Dann fragt man sich natürlich, was fressen die aber da, wenn sie eben so versteckt leben. Es ist eben im Regenwald alles etwas komplizierter, die Zusammenhänge. Und man sieht nicht auf den ersten Blick was, weil das nicht ein Aquarium ist, sondern eben, wie bei uns auch, ein Bacherl mit vielen Steinen und so. Aber da sind halt Süßwasserkrabben drinnen, die auch wirklich eben so groß werden können. Sie haben da drinnen Garnelen, das ist eben meine Hand im Vergleich dazu. Ich habe kleine Hände, aber es ist trotzdem eine große Garnele. Schnecken gibt es eben, Apfelschnecken kommen aus Südamerika und das ist Froschlaich, die Tiere kriegen schon was zu essen dort, nur ist es eben nicht so offensichtlich, dass man sagen könnte, okay, da sind Fische in dem Gewässer drin und die fressen Fisch. Das tun sie nämlich aus meinen Haltungserfahrungen eigentlich nicht unbedingt. Das ist jetzt das Habitat von Mesoclemis gibber in Französisch-Guyana. Das ist eben eigentlich eine überschwemmte Wiese. Das wird wieder trocken fallen, dann gehen die woanders hin. Also da ist die Schildkröte, wem es noch nicht aufgefallen ist. Die sind echt plattförmig und das funktioniert super als Tarnung. Und das kann auch mal sein, dass sich die eingraben auf eine Woche, wenn das Gewässer halt austrocknet, was eben etwas schwerer auch wieder zu finden macht, aber eben was ihnen das Überleben natürlich sichert. Das ist eben so eine Regenwaldstraße, wie ich das schon erwähnt habe vorher. Da kann es einfach sein, dass da natürlich die Schildkröte ihnen über den Weg läuft, aber die Chance ist natürlich äußerst gering. Aber die klassischen, wenn man sich anschaut, irgendwelche herpetologischen Inventare, die erstellt werden, wo die Leute aktiv nach Reptilien suchen und dann Listen erstellen, das ist meistens entlang von irgendwelchen Straßen, wo sie dann Fallen aufstellen oder halt öfters durchgehen. Aber da sind halt die Mesoclemis meistens nicht. Darum gibt es so wenig Daten. Als Ergänzung dazu eben die Bewohner offener Formationen, die eben in Gegenden vorkommen, wo zwar auch klarerweise Wasser vorhanden ist, weil sie eben Wasserschildkröten sind, aber wo ein sehr starker Trockenheit- und Regenzeitzyklus ist. Da gibt es Mesoclemis sulie aus Venezuela. Das ist ein der Maracaibo-See, wo die vorkommen. Ist nicht direkt der See, wo sie drinnen schwimmen, sondern in den Sumpflandschaften, die südwestlich des Sees gelegen sind. Mesoclemis tuberculata kommt aus dem Osten Brasiliens, wo sie eben auch sehr trocken sein kann. Und Mesoclemis van der Hege ist eben die südlichste Mesoclemis. Die kommen im Chaco vor, zumindest im feuchteren Teil und im atlantischen Regenwald. So kann das dort aussehen. Das ist in Paraguay, im feuchten Teil des Chaco.
Das ist eben, man sieht hier viele trockene Gräser, also die haben wirklich im Sommer sehr heiße Temperaturen, sehr wenig Niederschlag. Im Winter wird es relativ kühl, also da geht es sicher auf 10 Grad runter, die Temperatur. Da kann es dann auch wieder mehr regnen, aber es ist trotzdem viel Wasser da und aber halt auch schwer zugänglich, weil du siehst jetzt nicht, ob das jetzt ein Meter tiefer Teich ist oder ob das nur eine 10 cm Lacke ist. Und teilweise gibt es dann halt, wenn das Wasser sich senkt, Flächen, wenn du von Weitem drauf schaust, ist das wie wenn es eine Wiese wäre. Und dann gehst du näher hin und siehst, dass das Azolla, also Schwimmfahren ist. Und wenn du da reinsteigst, stehst du bis daher im Schlamm eigentlich. Und das ist für Schildkröten natürlich optimal, um nicht gefunden zu werden. Aber schwer, um sie zu erforschen, sage ich jetzt mal. Es gibt aber eben ein paar Untersuchungen und Mesoclemis tuberculata ist sozusagen die in den sozialen Medien bekannteste Krötenkopfschildkröte, weil die eben in Ostbrasilien vorkommt, wo auch die bevölkerungsreichsten Städte sind. Und wenn man auf Instagram schaut, findet man eher noch Bilder von tuberculata, weil die halt von den Leuten gefunden werden, so wie wir auch beim Spazierengehen halt irgendwie mal Schildkröten finden. Und das sind eben so die Habitate, wo tuberculata gefunden werden kann. Es ist auch relativ divers, das sind so Viehtränken, Sumpfgebiete, größere Teiche und das ist sogar ein Fluss. Also die sind da auch nicht so anspruchsvoll und von denen gibt es auch Berichte, dass sie lange über Land wandern, wenn das notwendig ist. Es sind an und für sich anspruchslose Tiere oder ökologisch sehr generalistische Tiere, aber das Problem ist, das bekannt ist von Mesoclemis dali, die kommen in Kolumbien vor, auch in Gegenden, wo es teilweise Trockenzeit gibt, wo die Wasserkörper sich sehr verändern. Das ist ein natürliches Habitat, wo sie einen Galeriewald entlang von einem Bach haben, wo natürlicher Schatten- und Sonnenwechsel ist. Da kommen die Tiere vor, da werden sie gefunden. Das da ist auch ein Bach in derselben Gegend, wo allerdings gleich das Feld anschließt und wo gerodet wurde. Und hier wurden keine Tiere gefunden und hier findet man die Tiere halt noch. Und weil ich schon angesprochen habe, eben in Venezuela, der Maracaibo-See, das ist das Habitat von Mesoclemis zuliae. Das kann man sich eben auf Google Maps anschauen. Wenn du da diesen Nationalpark googelst, dann kommen diese Bilder und Sie können sich vorstellen, dass die Schildkröten da nicht viel finden, was sie fressen können. Das ist einfach ein eutrophiertes Gewässer. Wenn halt im Nationalpark auch extensive Weidewirtschaft betrieben wird, dann tun sich die Schildkröten halt schwer. Ja, das nächste sind Sonderfälle dieser ganzen Schildkrötenarten, die ich Ihnen jetzt schon vorgestellt habe. Mesoclemis perplexa, wie ich vorher erwähnt habe schon, ist ja die erst seit kürzlichst beschrieben, 2005, kam ursprünglich aus einem Nationalpark, der eher wie Gebirge aussieht, den Schildkröten- oder Wasserschildkrötenhabitat. Aber wenn man da genau sieht, da gibt es auch Bäche, da ist so eine Furche drinnen, das ist ein Bach. Und da kommen auch Mesoclemis vor, also das ist eigentlich eine Gebirgsschildkröte. Halt nicht, wie wir uns das vorstellen, mit Hochalpin, aber das sind durchaus dort eben Gebirgsketten, die die Leute also das halt anerkennen. Und von denen weiß man halt gar nichts, außer dass sie was anderes sind. Und das sind so die bekannten Fundpunkte derzeit, wo es wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt drüber. Das Spannende ist aber, dass das eine Gebirgskette ist. Da ist eine Gebirgskette, da oben ist es ein bisschen höher. Da auch. Habe ich noch nicht so gut einzeichnet. Das heißt, es gibt einfach an mehreren Orten diese Art oder Arten, man hat das noch nicht genau untersucht, aber die sich da spezialisiert haben, weg vom Tiefland, sondern ins Hochland hinein. So sehen die aus. Also das sind leider Museumsfotos. Das ist eins der wenigen lebenden Exemplare, das man findet. Das wurde mir von einem Kollegen in Brasilien zur Verfügung gestellt. Das sind auch im Prinzip wie Gibbus in der Größe, so um die 20 cm, kein besonders breiter Kopf. Und ich bin mir sicher, dass in den Museen der Welt noch weitere von denen herumliegen.
Nur, dass sie halt nicht erkannt worden sind, weil sie auf den ersten Blick halt sehr gleich aussehen wie andere Arten. Das ist jetzt noch ein weiteres Bild aus der Chapada Diamantina. Das ist eben ein Fundpunkt, der etwas, ja, sagen wir mal 800 Kilometer entfernt ist von der Typuslokalität. Sehr Geröll durchsetzter Bach. Würde man auch jetzt nicht erwarten, dass man hier Schildkröten findet. Aber es gibt eben einen Artikel aus einer französischen Schildkrötenzeitung, wo eben beschrieben wird, genau von dort, dass die da gefunden werden. Also es ist ein sehr interessantes Habitat und sehr interessante Tiere, von denen aber ökologisch noch nicht wirklich was bekannt ist. Ja, und dann gibt es noch die Flussschildkröte. Ich habe Ihnen ja bis jetzt immer nur erzählt von temporären Tümpeln, Regenwaldbächen und Kleinstgewässern. Das sind Tiere, die kommen im atlantischen Regenwald vor. Mesoclemis hogei ist nur bis jetzt bekannt aus dem Rio Carangola. Ist eine relativ stark bedrohte Art. Das wusste man schon lang, eigentlich seitdem sie in die 70er Jahre beschrieben worden ist, weil das leider eben auch eines der dicht besiedelsten Gebiete in Brasilien ist. Wie man aus den letzten Jahren allerdings immer wieder in den Nachrichten hört, durch diverse Dammprojekte, durch Goldminen und so weiter, gibt es da ja teilweise, dass ganze Flusssysteme ausgelöscht werden, weil irgendwelche Giftstoffe austreten. Und das ist bei diesem Fluss leider auch durchaus die Gefahr. Da gibt es sehr viele Verbauungsprojekte und diese Tiere werden zwar seit ca. 15 Jahren gemonitort, also da gibt es ein bisschen ökologische Grundlagenarbeit, aber man weiß auch noch kaum etwas über die Haltung und Zucht von den Tieren. Und auch Fotos von Tieren sind relativ selten zu finden. Es scheint aber so, dass eben die Adulten immer so einen weinroten Kopf haben und relativ intensiv gelb gefärbte Unterkiefer und eine Kehle. Das ist bei Jungtieren zwar noch intensiver, aber halt ein relativ konstantes Merkmal. Wir werden nachher noch eine Folie sehen, dass das bei Mesoclemis nicht wirklich immer der Fall ist, aber bei denen schon. Und was sie noch besonders macht, ist, dass sie größer werden. Kann natürlich auch eben mit ihrem Lebensraum zusammenhängen, dass eben Gibbos, die kleinsten mit so 18 cm als Generalisten, in verschiedensten kleinen Wasserkörpern vorkommen und dass daher ein Vorteil ist. Diese Schildkröten kommen in einem größeren Fluss vor, deswegen werden die so um die 30, 35 cm. Also das ist schon durchaus eine größere Wasserschildkröte dann. Ein bisschen was zur Haltung. Im Prinzip sehen wir hier ein klassisches Schildkröten-Setup. Wir haben ungefähr 2/3 Wasserteil, 1/3 Landteil, der ist dann teilweise gefüllt mit einem Gemisch aus Erde, Kokosfasern, dass sie halt eben die Eier legen können, wenn sie das möchten. Es gibt einen Filter, in dem Fall so einen Mattenfilter. Und die Beleuchtung kann im Prinzip auf den Landteil gerichtet sein, weil, wie wir jetzt aus der Natur wissen, mögen es die ganz gerne schattig. Es hilft aber klarerweise auch den Wasserteil zumindest schwach zu beleuchten, dass man halt auch was sieht und falls man irgendwelche Pflanzen oder andere Tiere drinnen hat. Also da gibt es nicht viel Neues zu berichten im Sinne der Wasserschildkrötenhaltung. Das ist mein altes Zuchtbecken für Mesoclemis raniceps mit 1,80 Meter Länge, 60 Höhe und 60 Tiefe. Da habe ich einen Landteil eingegraben. Diese hässliche Fläche, die Sie sehen, ist eine Heizmatte, die ich senkrecht eingegraben habe, um einen Temperaturgradienten zu erzeugen im Landteil für die Eiablage. Und das da ist ein Luftheber, der da unten eine Filtermatte hat. Und so hat das funktioniert, dass da oben so eine 70 Watt HQI-Lampe und den Tieren ist es gut gegangen und sie haben sich da drinnen jahrelang vermehrt, bis wir umgezogen sind. Ja, ein kurzes Wort vielleicht noch eben zum Filter. Ich bin persönlich weggegangen von Außenfiltern, weil ich eben mehrere Schildkrötenaquarien zu Hause habe und habe die Mattenfilter eingeführt. Das ist eben Filtermatte, Luftheber. Die Luft kommt da hinein, wird aufsteigen, reißt Wasser mit und so erzeugt man ein bisschen Durchfluss. Und ich habe diese Mattenfilter im Einsatz jetzt seit 4 Jahren. Einmal im Jahr putze ich sie durch und sonst wechsle ich eigentlich nur das Wasser und sauge Mulm ab, wo er halt irgendwie sich niedersetzt. Das wäre eben ein Blick in den Zuchtraum. Aquarium, Landteil dazwischen, die Tiere können da wechseln, oben wie unten. Natürlich dann noch gesichert, dass keiner irgendwie auf der Seite raushüpft. Eigentlich ziemlich einfach,
Nur eben aufgrund der Größe der Tiere sollten halt die Becken nicht 80 cm lang sein, sondern vielleicht 1,80 m oder zumindest 1,50 m. Und ja, also die Größe macht es natürlich aus. Und dass die Tiere sich aus dem Weg gehen können, wenn es notwendig ist, wenn sie gestresst sind. Auch die Ernährung in Menschenobhut ist nicht besonders aufwendig, dadurch, dass sie eben in der Natur auch, ich sage jetzt mal, omnivor mit karnivoren Tendenzen sind, tut man sich leicht. Es gibt Fisch in allen Variationen, die man ihnen verfüttern kann. Krebstiere, weiß ich, würden sie in der Natur natürlich auch finden und fressen sie sehr gern. Zum Beispiel da, das ist Krill aus der Aquaristik, Gefrierabteilung. Das sind eben so kleine Garnelchen, die für Jungtieraufzucht optimal sind. Die fressen es eigentlich vom Start weg. Pellets in verschiedenen Größen für Jungtiere und Adulte kann man füttern. Es ist eine elendslange Liste. Spannend ist eben für mich, die Tiere wurden früher eben als ausschließlich Fleischfresser angepriesen in der alten Literatur, aber eben ich habe dann angefangen zu experimentieren mit meinen Tieren und die fressen ohne Probleme Banane, süße Beeren, Skindapsus, also Efeutute und so weiter, fressen die auch immer wieder an. Das kann man ihnen einfach zur Verfügung stellen. Das ist nicht das, was sie hauptsächlich fressen, aber eben im Zuge einer gesunden, abwechslungsreichen Ernährung wäre das nicht schlecht. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist die innerartliche Vergesellschaftung. Das heißt, Krötenkopfschildkröte und Krötenkopfschildkröte vertragt sich oft nur bedingt. Bei Jungtieren geht es noch am besten, die kann man gemeinsam aufziehen, so um bis 10 cm Panzerlänge. Allerdings habe ich dann immer schon Platz bereitgestellt für ein Tier, das im Wachstum zurückbleibt eventuell. Ich wiege die Tiere regelmäßig und messe sie regelmäßig ab und wenn ich sehe, irgendeines nimmt nicht zu, dann kommt das extra und darf aufholen, getrennt von den anderen. Pärchen funktionieren manchmal. Also ich kenne Leute, die jahrelang ihre Tiere gemeinsam gehalten haben, ohne Probleme. Bei mir war es dann oft so, dass ich nicht ganz zufrieden war mit der Haltung als Pärchen, weil die Tiere sich gebissen haben. Jetzt habe ich eben diese Möglichkeit des Ausweichens, was interessanterweise auch nicht immer funktioniert, weil das Weibchen nicht weggeht vom Männchen, sondern sich halt lieber belästigen lässt anscheinend, aber da spielen 100 andere Faktoren auch noch eine Rolle. Und ja, das Problem bei diesen Arten ist eben aufgrund dessen, das ist Mesoclemis raniceps, die haben auch einen relativ breiten Kopf oder so, wie man es hier sieht. Die können fest zubeißen. Wenn sich die beißen, beißen sie sich in den Kopf und das sieht dann halt schnell fatal aus. Also sie beißen sich nicht den Kopf ab, aber es sind schon deutlich sichtbare Bisswunden am Kopf dann. Wenn man das sieht, war es halt leider schon zu spät, weil dann haben sie sich so nicht mehr arrangieren können. Mit anderen Arten funktioniert es dafür oft erstaunlich gut. Zum Beispiel mit Fischen, die werden selten gefressen, wenn die Fische halt den Platz haben zum Ausweichen und schnell genug sind. Aber das schwächste Glied der Kette bestimmt die Wasserqualität. Das heißt, ich sollte nicht einfach meinen Schildkröten irgendeinen Fisch dazu schmeißen, sondern ich sollte mir überlegen, welcher Fisch passt zu den Wasserwerten, die ich meinen Schildkröten biete. Mit Garnelen habe ich auch sehr interessante Erfahrungen gemacht, nämlich dass Jungtiere sie gerne fressen. Gut, das ist irgendwie noch nachvollziehbar. Aber ich habe zum Beispiel riesige Red-Fire-Garnelen-Populationen in den Gehegen von meinen adulten Tieren drinnen, weil die dann einfach irgendwann mal ignorieren und die sind dann eine super Putztruppe, fressen Algen, fressen Speisereste und so weiter. Amphibien würde ich nicht vergesellschaften mit Mesoclemis, das ist einfach immer Futter. Bei Echsen ist es klarerweise bei kleinen ähnlich, bei größeren Echsen scheint es zu funktionieren. Ich habe eben jetzt mehrmals schon Tiere abgegeben in Haltungen, wo sie mit Kaimanen vergesellschaftet wurden. Allerdings sind das dann klarerweise schon größere Tiere, die mit halt kleineren Krokodilen zusammengehalten werden. Ja, das sind ein paar so Beispielfotos. Das ist zum Polypterus ornatipinis, Polypterus senegalensis, also Flösselhechte. Die fressen auch relativ große Futterhappen und kommen gut mit den Mesoclemis aus. Diese kleinen Pünktchen, die man da sieht, das sind alles Garnelen auf dem Vorderbein von einer Raniceps. Also die scheinen die auch so ein bisschen abzuweiden. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber die Schildkröten stört sie eben überhaupt nicht. Ja, und wenn man eben Männchen und Weibchen vergesellschaftet, kommt es hoffentlich irgendwann mal zur Paarung. Es ist beschrieben von Mesoclemis van der Hege.
die Paarung von anderen Arten eigentlich noch nicht. Sie läuft aber aus meiner Erfahrung her ähnlich ab. Männchen nähert sich dem Weibchen. Meistens wird das Weibchen sozusagen aufgehalten. Er will sie dann überholen. Versucht mit seiner Nasenspitze irgendwie die Nasenspitze zu berühren. Es gibt dann meistens noch so ein seitliches Abschnüffeln auch. Und das Weibchen aufreitet, weil das sind ja Halswänderschildkröten. Und das Männchen sitzt dann oben so drauf und macht dann so S-förmige Bewegungen mit dem Kopf. Das sieht ganz, ganz komisch aus, wenn man das zum ersten Mal sieht. Aber das ist eben ein großer Unterschied zu anderen Schildkrötenarten bei der Balz oder bei der Paarung. Ich hätte Ihnen gerne ein Video oder sowas gezeigt, aber ich habe noch nie seit 2005 halte ich Mesoglemmis, also in den über 10 Jahren, ich habe das noch nie selbst beobachten können. Und glauben Sie mir, ich stehe wirklich öfters am Abend mit der Stirnlampe im Schildkrötenraum, wenn alles finster ist, und versuche das irgendwie zu kontrollieren oder mir anzuschauen. Die sind schamig. Das wird nichts. Also es muss zwischen, ich sage jetzt mal, 0 Uhr und 5 Uhr geschehen. Weil das ist die kleinste Chance, dass ich im Schildkrötenraum bin. Ja. Aber es funktioniert, es kommen Eier und es schlüpfen Jungtiere. Also irgendwie, sie haben es schon drauf, aber sie wollen sich halt nicht zuschauen lassen. Und was ich auch weiß, ist, dass eine Paarung für mehrere Gelege ausreicht von der Befruchtung her, weil ich eben oft die Männchen dann wieder separiere und die Weibchen haben eine Zuchtsaison mit einer Paarung ohne Probleme. Ein paar Sachen zur Inkubation. Da gab es in den 1980ern so verschiedenste Artikel, die sich damit beschäftigt haben, weil die Eier sehr hartschalig sind und anscheinend ewig lang brauchen. Ich glaube, dass eben die amazonischen Arten eigentlich normalerweise keine Diapause machen und die Jungtiere nach 120 bis 150 Tagen schlüpfen, wenn alles passt. Dadurch, dass die aber ökologisch sehr anpassungsfähig sind, können sie bis 200 Tage auch Schlupfzeit haben. Die trockenen Arten brauchen wahrscheinlich irgendeinen Anreiz, dass die Eientwicklung sich entweder weiterentwickelt oder überhaupt erst beginnt. Und daher ist bei denen notwendig, die Diapause, die diese Eier dann starten, zu unterbrechen. Das heißt, man muss irgendwie das trocken fallen lassen oder kühler werden lassen, damit das Hormon abgebaut wird, das die Entwicklung hemmt. Interessant ist auch, wenn man die wenigen Literaturberichte hernimmt, dass die größeren Arten anscheinend mehr Eier legen, die dann im Verhältnis zur Mutterschildkröte kleiner sind. Und eben Gibber legt größere Eier im Verhältnis, aber dafür weniger. So sieht das dann aus. Das ist ein befruchtetes Ei. Man sieht eine Äderung, wenn man das durchleuchtet. Dann tut sich lange nichts. Also man sieht dann irgendwie schon einen Embryo, aber das ist eine ganz langsame Entwicklung. Und irgendwann einmal beginnen dann diese Eier zu reißen, wenn man sie in saurem Inkubationsmaterial ausbrütet. Man sieht hier auch so braune Flecken, das ist einfach, wo diese Kokosfasern mit Verbindung mit Wasser den Kalk der Eier angreifen. Und ich glaube, dass das früher einfach nicht so gemacht wurde. Auf Vermikulit oder auf Sand kann einfach dieser Erodierungsprozess nicht so stattfinden. Und die Tiere tun sich dann halt schwerer beim Schlüpfen oder können gar nichts aus dem Ei heraus. Ja, das ist eben das, was ich jetzt schon gesagt habe. Walderde geht vielleicht auch, also überall. Also ich habe teilweise auch Springschwänze in meinen Inkubationsbehältern drinnen oder Asseln. Die gehen nicht auf Eier, die leben, also die gut sind, sondern man merkt eher, dass wenn ein Ei kaputt ist, dass da vermehrt dann die Tiere drauf sind, aber die anderen lassen es in Ruhe. Und umgekehrt scheint es gut für die Schildkröten beim Schlupf zu sein. Es darf ruhig auch abtrocknen, das Substrat, aber die Luftfeuchtigkeit sollte immer recht hoch sein. Und es ist in meiner Erfahrung auch besser, wenn es nicht zu warm wird für die Eier. Also ich habe bei 26 bis 28 Grad die besten Erfahrungen. Unter 25 Grad ist fast keine Entwicklung oder dauert sehr lang. Wenn es zu warm wird, habe ich das Problem gehabt, dass sich Schildanomalien entwickelt haben oder dass die Tiere überhaupt abgestorben sind im Ei. Und das ist dann der Schlupf. Die Tiere liegen am Rücken, wie wir gestern auch im Mata-Mata-Vortrag gehört haben. Das ist eben bei südamerikanischen Halswändern Standard. Die brechen dann die Eischale auf und diese Eihaut, die da sehr durchzogen ist mit Adern, die
wird von den Tieren auch noch abgestreift, da entweicht dann das Blut, das zieht sich in den Körper zurück und das wird dann irgendwann mal abgestreift. Ja, also ich mache es immer so, dass ich nach 120 Tagen die Eier mal durchleuchte, dann sehe ich, ob das Ei, also ob der Embryo am Rücken liegt, dann weiß ich, dass er schon langsam bereit ist. Dann gibt es eine Dusche, sprich dann leere ich ein bisschen mehr Wasser in den Inkubationsbehälter rein, das Substrat wird feuchter, die Tiere glauben, es ist Regenzeit und dann schlüpfen sie. Wenn sie nicht schlüpfen, wenn sie noch nicht bereit sind, aus welchem Grund auch immer, dann muss man das Substrat tauschen, weil wenn es zu lang, zu nass ist, ertrinken die Embryos im Ei, dann wird zu viel Feuchtigkeit aufgenommen, das ist dann auch wieder schlecht. Wenn dann Jungtiere geschlüpft sind, kann man sie ganz eben normal aufziehen, wie andere Wasserschildkröten auch, in Plastikboxen, in kleinen Aquarien, eben in Kleingruppen. 3-4 Tiere ist ganz ideal, bin ich drauf gekommen. Und dann muss man halt auseinander dividieren. Ich habe da teilweise UV-Beleuchtung drüber, aber die Tiere sonnen sich kaum. Es ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. In dem anderen Setup ist eine normale Leuchtstoffröhre drüber, das geht auch. Und eben dadurch, dass sie sehr viele verschiedene Sachen zu fressen bekommen und Sepia nochmal extra, wachsen sie eigentlich zufriedenstellend. So, ihr seht hier unsere kleinen Baby-Krötenkopf-Schildkröten, Mesochemis raniceps. Die sind ein paar Wochen alt, vor kurzem erst geschlüpft, haben aber sich sehr gut eingelebt bei uns und sind schon ganz hungrig. Was die gerne machen ist, sie kosten alles, was man ihnen reingibt, schon von Baby an. Auch hier sieht man noch Reste, wo der Dottersack am Plastron ankommt. Und auch die werden wir kurz füttern. Bleibt dran, die Therese filmt für euch ein bisschen mit. Da sind unsere Babys und mein Papa gibt ihm jetzt etwas zu füttern. Genau. Jetzt... Los. So, hab. Das Schöne bei den kleinen Raniceps ist, dass die sofort eigentlich, wenn sie aus dem Ei geschlüpft kommen, alle möglichen Nahrungsmittel zu sich nehmen. Die fressen gerne Pellets, die fressen gerne Krebse, gefroren, getrocknet, lebend natürlich auch ganz gerne. Nur für Fische sind sie ein bisschen zu langsam. Garnelen haben wir auch oft dabei, Zwerggarnelen, die fressen sie auch ganz gern. Aber später, wenn sie erwachsen sind, dann nicht mehr. Dann sind die Garnelen nur mehr da, um das Aquarium zu putzen. Ich hoffe, es gefällt euch, genauso wie sie uns gefallen. Vor allem, weil sie immer ein bisschen aussehen, wenn sie lachen würden. Und was ich Ihnen noch ein bisschen zeigen wollte, ist eben wahrscheinlich auch ein Grund, warum in der Natur so wenig bekannt ist über die Tiere. Im Laufe der Entwicklung verändern sich die Tiere extrem teilweise. Mesochemis van der Hege schlupft fast schwarz. Heliostemma heißt eben Heliostemma, Helios von der Sonne, weil die einen ziemlich gelben Kopf haben. Gibbus sind eigentlich sehr schön gezeichnet. Und dann hast du adulte Tiere, Tuberculatus ist als Jungtier eigentlich dunkel, wird dann eigentlich fast gelb im Alter. Van der Hege, die waren ja vorher schwarz, die kriegen auch auf einmal ein helles Gesicht. Gibber dunkelt nach, das ist Heliostemma. Also ich gehe nochmal zurück, gelbes Köpfchen, schwarzes Köpfchen. Und Heliostemma scheint auch im Alter dann noch in Richtung Gelb zu gehen. Also das sind Tiere, die verändern sich so stark, wenn du dich nicht auskennst mit der Materie im Detail und dann Tiere im Feld siehst und sagst, ah, ich habe diese und jene Schildkröte, kann es einfach sein, dass es ein Jungtier von einer anderen Art ist. Und damit bin ich eigentlich durch. Ich möchte mich bedanken bei sehr vielen Leuten, die mitgeholfen haben bei der Erstellung von dem Buch, die mir Fotos zur Verfügung gestellt haben, wo ich eben teilweise richtig alte, fast schon verloren geglaubte Daten bekommen habe, die sehr wichtig waren für das Manuskript und mit denen ich auch Tiere eintauschen konnte und Meinungen austauschen konnte. Also das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Das ist jetzt nicht alles mein Verdienst, sondern da gibt es eine ganze Heerschar an Leuten, die ich belästigt habe und die dankenswerterweise mein Interesse erwidert haben und mich unterstützt haben. Damit wäre ich es eigentlich. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Vormittag. Wenn ihr jetzt noch mehr Informationen über Mesochemis, die Krötenkopfschildkröten, haben wollt, dann kann ich euch nur wärmstens empfehlen, das Buch von Stefan Edmar, Mesochemis. Die ganze Gattung wird da drin beschrieben und es ist ziemlich dick, hat
Wie viele Seiten hat es denn überhaupt? Über 200 Seiten. Und da findet ihr alles, was ihr wissen müsst über das Freileben. Wie halte ich die im Aquarium? Wie züchte ich die? Alles, was ihr wissen wollt, das findet ihr hier drin. Wenn euch das immer noch nicht gereicht hat mit Stefan, dann könnt ihr mal auf seine Homepage gucken. Zukon.at. Und dort findet ihr ganz viele Informationen, was er alles so macht. Er bietet verschiedene Seminare an, hält Vorträge, auch international, und ist immer viel beschäftigt in Sachen Schildkröten und Tierhaltung generell. Das war's mit diesem Video. Das nächste Video, da mache ich selbst wieder ein bisschen mehr. Bis demnächst. Tschüss.